Hallo, ihr kommt gerade rechtzeitig, denn heute erreiche ich mein neues Zuhause, das Schloss Hölzer, ja, die Perle der barocken Baukunst. Ich habe ja lange geschwankt, ob ich mein Grundstück tauschen soll gegen das Schloss, aber wer kann denn da schon widerstehen? Einmal so leben wie Peter der Große oder so, nicht? Naja, aber wo ist denn jetzt dieses Schloss? Da, ja, da denn. Joachim, was? Der Chef hat gesagt, wir sollen ihm unauffällig folgen. Also entspann dich. In mein neues Heim. Ne? Also hier ist Bärstadt, dann müsst ihr Hölzer irgendwo, na, Hölzer irgendwo da oben sein. Na. Ah, Mist. Ah, Mist. Die ist weg. Wo geht's denn jetzt lang? Nach Hölzer. Sagen Sie, wo geht's denn hier zum Schloss Pölser? Pölser? Ja. Ist das ein dänisches Würstchen? Das soll ein Schloss sein? Ja, kennen Sie nicht? Nö. Aber dann haben Sie doch zumindest eine Straßenkarte. Nö, tut mir leid. Sie als Taxifahrer haben keine Karte? Nö, ich habe ja das hier. Ah, ein Navigator. So ein Computerchen, was alle Straßen und Orte gespeichert hat. Ja, sehr praktisch. Ja, ich brauche nur eingeben, wo ich hin will. Also zum Beispiel einen Bahnhof, ja? So. Und schon zeigt mir das Gerät, wo es lang geht. Die Route wird berechnet. Bitte links abbiegen. Und danach... Sprechen kann es auch, ja. Wirklich, ganz praktisch. Aber woher das Ding weiß, wo ich mit meiner Taxe gerade bin, das ist mir ein Rätsel. Woher? Na, wie heißt es so schön? Alles Gute kommt von oben. Von sehr weit oben. Noch höher, ja. Genau gesagt, aus einer Höhe von 20.000 Kilometern. Aus dem Weltraum. Da wurden irgendwann spezielle Satelliten ausgesetzt. Sie entfalteten ihre Sonnensegel, ihre Energieversorgung, begaben sich dann auf eine Umlaufbahn um die Erde und funkten Signale nach unten. Ich bin Satellit Nummer so und so und es ist nach meiner Atomuhr genau so und so spät. Unten auf der Erde im Taxi sitzt jetzt der Navigationscomputer und sucht nach diesem Signal aus der Umlaufbahn. GPS, das bedeutet übrigens globales Ortungssystem. Und das Schöne ist, jeder kann es benutzen. Der Computer im Taxi sucht noch. Naja, das dauert ein bisschen, aber da. Er hat Kontakt mit Navstar 1 und weiß jetzt, wie lange das Signal gebraucht hat, ihn zu erreichen. 55.000stel Sekunden. Also weiß er auch, wie weit er von ihm entfernt ist. 20.000 Kilometer. Ja, das alleine langt aber noch nicht. Er braucht noch mehr Informationen. Denn so, ja, da steht's, so kann er seine Position nicht berechnen. Er braucht noch mehr Satelliten. Ja, na bitte, er sucht schon, kein großes Problem. Denn vier von den insgesamt 24 GPS-Satelliten fliegen immer über unseren Köpfen herum und senden ihre Signale. Jeder auf einer anderen Umlaufbahn. Und jetzt müsste aber langsam da. Ja, er hat Kontakt mit 2 und 3. Ja, der Rest ist nun Mathematik. Aus den 3 Entfernungen kann der Navigator seine exakte Position errechnen. Die vergleicht er dann mit seinem Kartenverzeichnis. Er hat ja ganz Europa im Kopf. Und jetzt weiß er genau, wo er ist. Im Bärstädter Wald oder am Kudamm in Berlin oder am Nordpol.
Ja, ich habe inzwischen auch so ein Wunderwerk der Technik. War nicht ganz billig. Aber immerhin, ich habe jede Menge heiße Informationen. Direkt aus der Umlaufbahn. Jetzt rechts abbiegen. Ah, danke. Ja. Willkommen am Ende der Welt. Ja, ja. Pölzer hätte ich ja nun gefunden. Aber wo ist das Schloss? Sie haben Ihr Ziel erreicht. Nee, ein Schloss kennt er nicht. Naja, so ein Computerchen weiß ja auch nur das, was man ihm gesagt hat. Und mein Schloss ist nicht programmiert. Aber Moment mal. Ich hab doch noch... Ja. Diese Anfahrtskarte vom Bunkenburg. Ja, ja, da ist es. Ist ja wohl eine etwas ältere Ausgabe. Aber die Gegend wird sich ja nicht wesentlich verändert haben inzwischen. Na, dann wollen wir mal. Ja, wollen wir mal sehen. Ja, Schloss. Ja. Da. Das muss es sein. Da ist mein Schloss. Auf der Karte. Aber wo ist es in Wirklichkeit? Naja, man weiß ja, bei einer Karte ist oben immer Norden. Jetzt muss ich nur die Karte drehen, wenn ich wüsste, wo Norden ist. Naja, nun ist ja um die Mittagszeit die Sonne immer im Süden. Aber es gibt keine Sonne. Nee, zu viel Wolken. Was mache ich? Na, ich mach's wie die Menschen früher, als es noch keine Satelliten gab. Die schauten auch nach oben, zur Sonne. Von der wusste ja jeder Seemann, im Osten geht sie auf, mittags steht sie im Süden und dort, wo sie untergeht, ist Westen. Bei Nacht war es noch einfacher. Der Nordpolarstern ist leicht am Himmel zu finden und steht wie fest genagelt genau im Norden. Na, da wusste man doch. Diese Art der Navigation war simpel und verlässlich, solange keine Wolken den Himmel verdeckten. Und das passierte leider öfter. Nun wird berichtet, dass ein Schafhirte damals eine Lösung für das Problem fand. Er wunderte sich, dass an den Nägeln seiner Sandalen immer wieder kleine graue Steinchen klebten. Er spielte damit herum. Warum blieben sie manchmal aneinander kleben? Oder stießen sich ab, je nachdem, wie er sie hielt? Nun, es waren Magnetitsteinchen. Der Schafhirte hatte den Magnetismus entdeckt. Und wie so oft, die Chinesen waren die Ersten, die etwas daraus machten. Sie hatten auch etwas entdeckt, dass nämlich die ganze Erde ein großer Magnet ist. In unserem Globus steckt sozusagen ein riesiger Stabmagnet. Oben der Nordpol, unten der Südpol. Man brachte nun einen anderen Magneten in die Nähe, aus Magnetit. Der wurde vom Nordpol angezogen und drehte sich. Er musste nur beweglich sein, entweder aufgehängt an einem Faden oder in ein Bambusröhrchen gesteckt. Ja, so, und in ein Wasserschälchen gelegt. Hier konnte er sich leicht drehen und das tat er auch, genau nach Norden. Der Kompass war erfunden. Der war natürlich noch zu verbessern. Eisenstücke wurden zurechtgeschmiedet und an Magneteisensteinen magnetisiert. Das gab schöne Kompassnadeln. Die drehten sich dann gut geschützt in einem Gehäuse, bekamen noch eine Skala drumherum, die Windrose, und der Seemann wusste wieder, wo Norden war und wohin er sein Schiff steuern musste. Tja, von den hölzernen Segelschiffen der Hanse bis hin zu der mächtigen Titanic. Ohne diese kleine Magnetnadel wäre wohl die ganze Seefahrt nicht möglich gewesen. Na klar, einen Kompass brauche ich. Dann kann ich die Karte genau nach Norden drehen. Ich hatte ja auch einen. Bloß der ist verloren gegangen hier im Umzugschaos. Macht aber nichts, ich bastel mir einen. Ja, und zwar ganz nach dem Vorbild der alten Chinesen. Eine Kompassnadel muss sich ja ganz leicht drehen können. Das geht am besten auf einer Flüssigkeit. Hier, Schälchen mit Wasser. Darauf kommt ein Schwimmer, ein Korken,
So, mit einem Klecks Knete obendrauf. Und jetzt das Wichtigste, die Kompassnadel. Hier, nehme ich eine alte Stopfnadel. Die ist ja nun von Natur aus nicht magnetisch. Das macht aber auch nichts. Ich kann sie magnetisieren. Ja, und zwar hier mit einem Lautsprecher. Aus diesem alten Radio habe ich sie mal ausgebaut. So, und jetzt, Magnetismus ist nämlich ansteckend, werde ich die Nadel mal magnetisieren. Hier so ein bisschen vorbeiführen daran, ein paar Mal. Jetzt ist sie magnetisch. Nur wollen wir mal sehen. Jetzt ist der spannende Moment gekommen. Jetzt lassen wir die Sache sich mal drehen. Sie dreht sich. Ja, sehr schön. Das jetzt ist genau die Nord-Süd-Richtung. Und wo ist jetzt Norden? Dieses Ende oder das? Ist auch kein Problem. Da hinten, ja, ist es etwas heller als da. Das muss also mehr südlich sein. Also ist Norden genau da. Ja, jetzt kann ich meine Karte einordnen. Jetzt weiß ich genau, wo ich hin muss, wenn der Regen aufgehört hat. Ja, naja, warte ich ein bisschen. Mein Schloss. Bei dem ist ja der Lager. Na ja, es hat ein bisschen gelitten im Lauf der Jahre. Aber es ist doch immer noch schön. Was soll das denn? Wer bist du denn? Ja, ich bin der neue Schlossherr. Die Kids heutzutage. Na, dann wollen wir mal. Das also ist die Perle der barocken Baukunst? Hast du was anderes erwartet? Mein Gott, was für eine Bruchbude. Und bis wann kann er zurück? Bis übermorgen um 12. Aber er wird ganz sicher nicht zurückkehren. Zumindest nicht rechtzeitig. Ja, der kann sein. Ja. Nee, nee. Ja, vielleicht der hier. Ja. Ah. Ja. Ah. Das wär schon mal die Bibliothek. Ja. Hier gehe ich besser nicht weiter. Ja, ein paar Schönheitsreparaturen werden nötig sein. Wusste ich doch vorher. Kunstvoll. Was sollen die Eimer hier? Oh, ja. Am Dach wird man wohl auch was machen müssen. Ja, am Parkett auch. Und auch an den Türen. Naja. Naja. Natürlich wird es noch ein bisschen dauern, bis ich mich hier so richtig zu Hause fühle. Aber ich bin sicher, das kommt, wenn erstmal alles wieder glänzt in alter Pracht. Na dann, gute Nacht.
was ist das? Graf Lustig? Nun, mich dünkt, im Gemäuer ist der Wurm. Ein bisschen. Die Mauern sind ja voll davon. Und auch der Boden. Mein schönes Schloss. Nur fort! Fort von hier! Ja, meine Herrschaften, so bleibt doch. Anke, Graf Lustig, ihr dauert mich. Dieses Schloss ist ein Hort des Unglücks. Albtraum. Oh. Und dieses grauenhafte Hämmern. Moment, das hämmert ja immer noch. Ist ja doch jemand da. Ja. Regina Stock vom Amt für Denkmalpflege. Hey, guten Tag. Graf Lustig. Hey, ich meine nur Lustig, ohne Graf. Was sagten Sie, Denkmalpflege? Mhm. Ach, ja, ist da irgendwo ein Denkmal auf meinem Grund und Boden? Nein, nein, es geht um das Schloss selbst. Also meine Behörde kümmert sich um den Schutz und Erhalt von Baudenkmälern. Und als ich gehört habe, dass neuer Schlossherr da ist, da wollte ich mich gleich mal mit Ihnen unterhalten. Oh, wie nett. Und über was? Na, mich würde natürlich interessieren, welche Sanierungsmaßnahmen Sie zuerst angehen wollen. Sanierung? Wie? Also wenn Sie mich fragen, also das Dach und der einschutzgefährdete Westflügel, also müssten Sie doch recht bald ein paar Millionchen reinstecken. Ein paar Millionchen? Euro? Ja, hat man Ihnen das etwa nicht gesagt? Als Besitzer sind Sie verpflichtet, dieses Baudenkmal auch zu erhalten und herzurichten, auf eigene Kosten. Auf eigene Kosten? Dieser Bunkenburg, der Halunke, der hat mich reingelegt. Aber nicht mit mir. Es gibt da doch diese Rücktrittsklausel, ja. Bis 12 Uhr am 1. kann ich diesen ganzen Zauber rückgängig machen. Also der 1. ist morgen? Richtig, ich muss mich beeilen. Zurück nach Bärstadt. Verdammt! Muss diese Denkmalschachtel ausgerechnet heute kommen? Mann, unser Schlosser macht sich wieder auf die Reise. Meinst du, der fährt zurück nach Bärstadt? Nein, nicht, wenn wir jetzt unseren Job machen. Machen Sie es gut. Ja, tschüss dann.
Suppe ist gut. Ja, noch eine kräftige Mahlzeit jetzt, vor der letzten Etappe. Ihr seid doch wieder dabei, wenn ich mir diesen Bunkenburg vorknöpfe, ja? Gut, ja, dann könnt ihr jetzt ja auch abschalten, ja. Ja, lecker. Immer noch da? Tut mir leid. Die Suppe ist alle. Heute gibt's nichts mehr. Also, tschüss, abschalten. Ja. Naja, ein bisschen ist doch noch da. Ja.